Wir sind heute hier mit dem Doppelpass on Tour. Mike, wo sind wir? In der wunderschönen Stadt Paderborn. So, das Meet and Greet ist jetzt gleich zu Ende. Das heißt, man konnte Fotos machen, man hat ein Schwein bekommen. Wir haben die Schweine alle unterschrieben. Jetzt wird gegessen. Also ich, die anderen haben schon gegessen. Und dann geht's rein in den Doppelpass. Und dieser Mann hier, der... Nein, nicht der. Der dahinter. Das ist Markus. Und das ist Martin. Das sind Brüder. Spannend, wie lange es heute dauert. Gestern hat es bis 10:45 gedauert. Da vor den Abend war es eine Stunde kürzer. So wie Thomas Bock hat. Und ich ganz besonders heute wieder. An meiner Seite ist hier Matze Knob. Matze Knob, für mich einer der lustigsten Menschen im Fußball. Ich weiß, er kann selber sogar kicken. Und ich lach mich ständig permanent schlapp. Hallo, wie bist du? Wie heißt du? Eike. Eike? Hallo, ja. Eike, grüß dich. Das ist ja schön, dass du am Tag bist. Wo kommst du her, Eike? Das macht nichts, überhaupt nichts. Ja, ich hab's mit Hausbad Kümmer und du bist gegen die Liebe, weißt du? Ja, das heißt, es ist eigentlich scheißegal, aber du musst dir etwas sagen. Manchmal sollte man ja auch ein bisschen seriös sein, aber ich kann es in diesem Format nicht, weil ich nur am Grinsen lachen bin. Weil dieser Mann einfach überragend ist. Sehr gut. Genau so solltest du es sagen. Danke. Leute, ihr müsst euch bewegen. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst, Thomas macht ja immer noch so mit der Hand an der Backe. Das ist ganz wichtig. Und dann ist die ganze Mannschaft, die Hände, ist über den Platz geschlichen. Ja, das ist die erste Hälfte gewesen vom Doppelpass on Tour. Wie war die erste Hälfte? Wie ist es hier in Paderborn? Sag Wahnsinn, mal ganz kurz. Wahnsinn. Ist so gut, oder? Super geile Stimmung. Topische Stimmung. Mega Stimmung. Ne? Ja. Aber sag mal, Martin Driller, mit dem hast du ja auch zusammengespielt, ja, bei Borussia Dortmund. Ja, ne? Ja. 1989 war er mein erster Zimmerpartner bei Borussia Dortmund und der hat immer auf mich aufgepasst. Mit durchgeschleppt. Aber der hat Ahnung. Der hat Ahnung. Ja, ist der Einzige, der sich auskennt von uns. Ja, klar. Jetzt geht's in die zweite Runde. Das sind Quizfragen, die ich gleich stellen werde. Und dann kann das Publikum mitraten und einen Ball gewinnen. So, er ist keiner von den Piraten aus, wie hieß nochmal der Film damals mit Johnny Depp? Warst du nicht dabei? Nein, zum Glück nicht. Sie, ihr kennt ihn alle noch. Ich meine, es ist der legendäre Martin Driller, der gespielt hat bei Borussia Dortmund. Bei Nürnberg hast du gespielt. Wo warst du noch? Du warst bei Kiez, St. Pauli. Ja, ja, da bin ich erwachsen geworden. St. Pauli-Legende. Ja. Ja, und Fußball hat er auch noch gespielt. Ja, St. Nee, Pauli. Ne? Fan vom SC Paderborn. Genau, sieht man so, mit dem Aufzieht hier auf dem T-Shirt. Ja, sicher. Ja, klar. Ja, klar, ne? Ja, ich bin ja klar. Du kommst hier direkt aus Paderborn, oder? Nicht gebürtig, sondern ich bin schon seit 1980 hier. Was sind die dann noch mal zu? Ja, das Studium. Das Studium. Und jetzt sind wir noch dabei. Nee, ja, welcher dieser Traineraktionen ist nicht erfunden? Wer weiß die richtige Antwort? Aber so, und den Ball müssen wir jetzt irgendwie von da unten hier oben zu Till bekommen. Also, und... Was? Ach, ey, so viele Schalke-Fans auf einen Haufen, das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, da waren irgendwie 1000 Leute drin und davon waren irgendwie 998 waren Schalke-Fan. Und die anderen zwei überlegen sich nicht, ob sie in den Auto Schalke-Fan werden. Jetzt muss ich aber auch ins Bett. Martin. Echt? Ist ja soweit? Ja, ja, ist es schon wieder halb zwölf. Mitten in der Nacht. Hier beim Doppelpass und Tour. Wahnsinn. Wir waren heute in Paderborn. Wie hat es dir gefallen? Ja, ich glaube, es war ganz gut. Die Leute sind super mitgegangen. Wir hatten ja richtig Spaß. Unglaublich, ne? Der ein oder andere Gag hat funktioniert. Ja, das ja. War top. Und deine Analysen waren wirklich, also Wahnsinn. Ja, ja. Hm? Fast wie ein Profi. Komm, wir machen jetzt hier, gehen noch in den Wellnessbereich, beziehungsweise in die Eistonne und hoppala. Lass uns krachen, komm. Ja, Thomas in separé. Thomas schreibt noch Autogramme. Komm.